Willkommen bei Yoga von Stars Fitness im Lockdown. Woche 150, keine Ahnung. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr haltet euch einigermaßen fit, ein bisschen Bewegung und ein bisschen Dehnen mit mir oder meinen Kollegen. Und heute geht's wie immer mit Hatha Yoga und mit Raja Yoga weiter, weil wir ja auch immer unser Bewusstsein hier schulen, indem wir immer beim Atem sehen. Wir machen das jetzt gleich zu Beginn. Bitte spürt den Atem auf seinem Weg. Dann spürt die Füße und die Unterschenkel und die Oberschenkel. Spürt den Po, das Geschlecht, das Becken. Spürt den Bauch, den unteren Rücken, den Brustkorb und das Innere der Brust und den oberen Rücken. Spürt die Finger, spürt die Hände und dann die Arme. Schultern, Hals und Nacken. Und dann spürt den Kopf zusammen mit dem Rest eures Körpers. Und wenn ihr Atem und Körper und euer Bewusstsein vereinigt habt, dann macht die Augen auf und wir machen Sonnengebet, so wie es sich gehört. Bitte, es geht los. Einatmen. Und aus. Jetzt rechts nach rücken, zurück, einatmen. Und aus. Alle Viere. Bleiben, ein, haltet den Atem, schließt die Beine, haltet noch immer Knie gleich hin und jetzt bitte ausatmen und wieder ein und wieder aus und rechtes Bein nach vor, lange Schritt, ein. Und ausatmen, mal strecken. Und einatmen. Und ausatmen. Danke sehr. Gut stehen. Und dann die andere Seite. Bitte ein. Und aus. Linkes Bein jetzt. Einatmen. Und aus. Alle vier, bleibt, atmet ein, jetzt halten, Beine schließen und hinknien und los geht's, ausatmen und einatmen und aus, langer Schritt, linke Seite, ein und wieder ausatmen. Und wieder einatmen. Und aus. Und dann wieder ein Moment beim Atmen, beim Körper. Und wenn sich der Atem ein bisschen beruhigt hat, kurz die Qigong-Übung, die Polarisierung. Beim Einatmen stellt euch vor, wie Sonnenlicht, Yang-Energie den Körper erhält, vom Kopf zu den Füßen und beim Ausatmen zieht aus der Erde Yin und versammelt es im Körper und verschiebt es gegen den Scheitel. Dann wieder einatmen
Ja, leicht mühelos, wie Licht und Ausatmen, und wir ziehen jeden nach oben. Einatmen und aus. Nochmal ein. Wieder ein und dann lass den Atem fließen, spür die Mitte der Brust, wo euer Herz zu Hause ist, und versucht diesen inneren Raum zu fühlen und zu erweitern, und öffnet eure Herzenergie auf diese einfache Art und Weise. Danke. Your breath as always, spür den Atem. Und dann gehen wir in Medias Res, Hatha Yoga, Beine bitte öffnen und eine schöne seitliche Dehnung hier zu Beginn. Zug über die Seite bitte. Sehr schön, zurückkommen. Spürt euch mit dem Atem. Dann die andere Seite, bitte. Danke, das ist gut. Und wieder zurück zum Atem. Dann geht's weiter mit alten Bekannten. Schritt nach vor, bitte Hände falten, so gut es geht. Brustkorb wird nach vor gedrückt. Bewegen uns Richtung gestrecktes vorderes Bein. Und dann zurück, bitte, danke. Have a break, spür den Atem. Los geht's. Andere Seite, anderes Bein, andere Falten und dann bitte schön ausatmen und es geht.
nach vor zum Bein. Die Handhaltung korrigieren, falls notwendig. Bitte möglichst exakt, je genauer wir hier die Hände aufeinander bringen, desto besser ist, der, ist die Wirkung im Schulterbereich. Bitte wieder hochkommen, einatmen. Relax. Dann geht's weiter mit der offenen Trikonasana-Variante. Ihr kennt euch aus, ihr geht das Bein lang nach unten bis zum Boden oder eben nicht, falls das nicht möglich ist. Bitte Spannung erzeugen, Schultergürtel, Kopf gut verdrehen. Und von dieser Variante wechseln wir in die verdrehte Variante, wobei die mit sehr viel Beinspannung das vordere Bein abbiegen können. Die anderen bitte halten die Beine schön gerade. Das ist eigentlich die gewünschte Form hier. Und dazu kommen, einatmen, hochkommen. Wir wechseln die Seite. Bitte schön. Wieder. Same procedure. Kopf verdrehen. Und halten bitte, atmen, nicht vergessen, atmen nicht stoppen, sondern fließen lassen. Speziell, je mehr Spannung wir haben, desto wichtiger ist das, über die Atmung hier diesen Entspannungsimpuls zu geben. Und dann der Wechsel zur Gegenposition. Und so. Danke sehr. Die Tatsache, dass viele von euch diesen Kurs konsequent verfolgen, ist eine sehr positive, weil diese positive Körperwelt, die wir uns über Jahre hier gemeinsam in Stars Fitness mit Yoga und auch mit anderen Techniken erarbeitet haben, diese positive Körperrealität auch durch diese schwierige Zeit aufrechtzuerhalten und sich immer wieder zu erinnern in Form von Aeroben oder eben Übungen oder auch Yoga-Übungen, immer wieder in diese positive Körperwelt hineinzubewegen, das ist sehr, sehr wichtig. Weil das, was wir gewohnt sind, spüren wir nicht. Das heißt, auch eine negative Körperrealität kommt uns ganz normal vor, wenn wir das immer so gewohnt waren. Ja? Das heißt, wir holen uns immer wieder das zurück, was wir in diesen Zeiten hergeben, durch Stress oder vielleicht auch durch kleine Krankheiten oder Mühseligkeiten im Rahmen dieses Lockdowns. Und Sport gibt uns eine Struktur. Die Struktur ist wichtig. Weil für viele Leute, ja, für manche nicht, aber für die meisten ist Struktur wichtig, um irgendwie
eine Ordnung, eine innere Ordnung zu finden. Und Sport kann uns diese Struktur geben. Regelmäßiges Ausdauertraining, ein bisschen Krafttraining und Dehnen. Und auch das mentale Training ist wichtig. Auch das ist eine Gewohnheit. Sind wir dauernd in Gedanken oder schaffen wir es, Momente von Ruhe bewusst zu erzeugen? Und auch bewusst mit der Energie umzugehen, die sich in diesen Ruhemomenten entfalten kann, die sich sonst nicht entfalten kann. Spürt euch, spürt den Atem. Gebt euch dieses Geschenk von Zeit. Wir wollen weitermachen. Bitte Beine ausstellen und Vorwärtsbewegung, Arme mitnehmen, Schultern mitnehmen hier in die Dehnung, maximale Dehnung hier für die Schulter, für die Beine. Bitte zurückkommen, einatmen. Es geht weiter. Einen Schritt und Streckung des Rückens, Rotation jeder einzelnen Bandscheibe und der Wirbel selbstverständlich. Wir nehmen jetzt Druck weg von der Wirbelsäule, speziell in der kurzen Rückenmuskulatur, die ja immer nur von Wirbel zu Wirbel reicht, also die tiefe Rückenmuskulatur, die lange durchquert quasi den ganzen Rücken, aber die kurze ist immer nur von Wirbel zu Wirbel und diese Muskeln werden speziell angesprochen durch die Drehungen, weil jeder Wirbel sich zum vorhergehenden verdreht und dadurch eine Dehnung und Entspannung passiert und auch eine Tonisierung gleichzeitig. Wieder zur Mitte zurück und hochkommen, denn ihr wisst ja, Dehnen ist auch Muskelarbeit. Ja, also es werden die Muskeln auch tonisiert über diesen Vorgang. Bitte jetzt der Wechsel. Langer Schritt. Und los geht's. Bitte. Ein- oder zweimal pro Woche wäre es ideal, wenn es schafft, dieses Programm hier durchzuziehen. Ich bemühe mich jede Woche hier auch neues Material nachzuschaufeln. Wobei, so neu ist das Material ja nicht, weil die Übungen sind ja mehr oder weniger immer gleich. Vielleicht ein bisschen eine andere Abfolge, aber die Bedürfnisse unseres Körpers verändern sich nicht groß. Eine Katze streckt sich auch immer auf die gleiche, optimale Art und Weise. Danke. Zurückkommen, einatmen, and here we go, spürt den Atem. Jetzt fände ich schön, wenn wir gemeinsam Nechasana machen. Und zwar entweder
beidbeinig oder einbeinig. Ihr kennt das, bitte Variante wählen. Intensiver Druck von der Brustwirbelsäule runter. Und dann der Beinwechsel für die Einbeinigen. Danke. Bitte einatmen, hochkommen. Where are you? Immer konsequent umgehen mit dem Atem, konsequent dem Atem folgen. Jetzt Virasana, the hero. Ein Schritt und die Rückwärtsbewegung. Einatmen, hochkommen. Und dann die andere Seite. Vielen Dank. Jetzt wieder hochkommen mit Danke sehr, your breath. Jetzt haben wir uns zurückgebeugt und ich möchte das gerne hier in die Balance bringen, indem wir uns nach vorbeugen hier. Hastapadasana, Variante beliebig. Also entweder die oder die. Oder die Variante, wo wir uns auf die Hände stellen. Alles möglich mit genug Beinlegung. Und dann wieder zurückkommen, tief einatmen und hochkommen.
Dann geht es ein bisschen in die Balance, so wie immer. Use it or lose it, geht auch für Balance. Also, let's use it. Bitte. Dancing Shiva. No mats. Danke sehr. Willkommen. Häuschen. Die andere Seite. Danke. Lass uns Richtung Boden gehen. Und zwar mit Station auf halber Höhe für die Übung, die Doorboard Action heißt, for whatever reason, we don't know it. Und zwar diese Übung, bitte, da ist wichtig, stabilisieren, das Becken vorne bleiben. Sobald wir zurückgehen mit dem Becken, nehmen wir den ganzen Druck aus der Position und den ganzen Zug aus der Wirbelsäule. Und das wollen wir nicht. Wir bleiben vorne, stabil und gleiten. Entlang der Seite, soweit das halt möglich ist, tiefer. Alright, jetzt der Wechsel bitte. Und los geht's. Bitte. Gut so, danke. Jetzt bitte Platz nehmen und dem inneren Vorgang hier die Aufmerksamkeit schenken, atmen, on the way. Dann bitte geht's weiter. Dehnung der Beine.
Und nach ein paar Sekunden der Wechsel zur anderen Seite. Bitte wieder zurückkommen. Enjoy yourself. Dann wollen wir uns drehen. Die erste von ein paar Drehungen. Wir fangen mit dieser Variante an. Hier bitte vorbeigreifen und nach dem Knie greifen. Dann wollen wir bitte wechseln. Ich hoffe, ihr habt im Hintergrund irgendeine schöne Musik oder Naturgeräusche. Ich mache das immer ohne Musik hier, weil ich die Gratismusik, die man zur Verfügung gestellt bekommt, ist. Ich habe ein Problem mit Aufzugsmusik. Ja? Bitte. Und alles andere kostet eine Menge Geld, also machen wir das hier ohne Musik. Danke. Wunderbar. Wieder sitzen. Folgt dem inneren Pfad. So wie immer. Machen wir weiter. Wichtige Übungen stehen noch aus, wie ihr wisst. Eine davon ist die Füße packen und dann bitte nach vorne ziehen. Danke, zurückkommen. Atmen. Jetzt würde ich sagen, machen wir wieder eine Drehung gemeinsam. Matsyendrasana, also eine echte Standardbewegung hier. Drehung oder durchgreifen. Bitte.
und dann bitte auch die andere Seite. Achtet besonders auf euren Atem bei dieser Übung. Ihr werdet bemerken, dass über den Atem die Spannung immer wieder steigt und absinkt und alle flexiblen Bereiche des Brustkorbs, alle flexiblen Verbindungen hier über den Atem selbst auch einen sehr netten Impuls bekommen in dieser Position, aufgrund dieser Verschränkung, die wir machen. Gut, so, danke. Und sitzen, spürt euch. Jetzt die Innenseiten der Beine. Maximale Öffnung hier und dann die Bewegung nach vor. Und wieder zurückkommen. Immer wieder die Einschränkungen, die unser Körper beginnt aufzubauen, auflösen. Das ist wichtig. Je mehr wir uns einschränken, desto weniger Energie ist im Fluss. Und so wie die Chinesen sagen, dass Schmerz ist nichts anderes als blockierte Energie, kann man sagen, Lust ist nichts anderes als fließende Energie. Insofern ist es ein durchaus lustvoller Vorgang, seinen Körper. Während Yoga ist es nicht immer ganz lustvoll, aber nach Yoga meistens schon. Ja. Einfach diese Art von Freude zu empfinden, die fließende Energie bei uns auslöst als unser Wesen. Und ein wichtiger Input auch, diese Körperlichkeit auf hohem Niveau zu halten und nicht alles herzugeben, was wir hier aufgebaut haben. Jetzt machen wir was den meisten mühsam vorkommt, aber eine durchaus sinnvolle Übung ist. Bitte, immer bitte anpassen ans eigene Niveau hier, die Bewegungen, das ist ja wichtig, wie ihr wisst, ist Hatha-Yoga, nicht jede Übung ist für jeden, also bitte schätzt für euch ab, ob diese recht bekannte Rückwärtsbewegung in dieser Form passt, wenn nicht, dann bitte nur abgeschwächt durchführen, nicht die volle Rückwärtsbewegung. Danke sehr. Kommt zurück. Entspannt den Rücken in dieser Vorwärtsbewegung.
Dann bitte wieder hochkommen. Beliebig sitzen. Bitte lass uns weitermachen jetzt mit einer seitlichen einfachen Dehnung. Finger verschränken, der Weg Richtung Boden auf Hüfthöhe und dann öffnet die Ellbogen bitte maximal. Andere Seite. Zurückkommen. Danke. Bitte noch eine Drehung. Einmal anziehen, innen vorbei, außen herum, aufrichten, aufrichten bitte. Und dann die andere Seite. Und hochkommen, hochkommen. Das macht einen riesen Unterschied, ob ich so da sitze oder so. So ist gut, danke. Sit still when you feel the flow. Mit euch heute eine mühsame Übung auch machen, ein bisschen Spannung im Körper aufbauen, obwohl ihr macht wahrscheinlich eher ein bisschen was für Körperspannung im Sinn von Training, hoffe ich zumindest. Bitte, falls ihr das nicht tut, ist das eine einfache Möglichkeit, Planking in einer archaischen Form, ja? Sehr effektive Variante, entweder so oder so, atmen. Man kann dann, wenn einem die starke Variante auf die Nerven geht, auch auf die
Grundvariante wieder zurückgehen. Danke. Jetzt ablegen. Gut. Entspannen. Jetzt die andere Seite. Dem Impuls nicht nachgeben, liegen zu bleiben, sondern hier die andere Seite ebenfalls zu machen. Wieder die Variante. Die wir wünschen. Und auch ich falle zurück auf die Grundvariante. Schön gerade. Danke sehr. Ihr dürft euch wieder kurz ausruhen. Und dann setzt euch wieder, denn der nächste Punkt ist ein bisschen Arbeit mit den Füßen und der Spannung dort. Gibt so ein kleines Set aus Übungen, das ihr alle kennt. Bleibt kurz bei euch. Und wenn das System wieder sich beruhigt hat von der letzten Anstrengung, geht's weiter. Wir machen den Bogenschützen. Eine von den wenigen Varianten für die Fußarbeit. Bogenschütze ist eine Möglichkeit hier, eine gute Dehnung zu aktivieren, aufrecht. Dann die andere Seite. Gut so. Jetzt wollen wir die Zehen anstrecken, die Knie anheben, ein bisschen eine Gegenbewegung. Dann absenken. Jetzt die Sitzvariante Nummer 2, das ist die Kakti-Vajrasana, wenn wir so sitzen. Wenn wir so sitzen, wird das Ganze zu einer Übung, die angeblich die Hirnanhangdrüse stimuliert. Der Punkt hier ist der Ansatz von der Achillessehne. Genau darauf liegt ein Bindu-Energiepunkt. Das sind die Vorläufer der Akupunkturpunkte. Die Chinesen haben das System perfektioniert, aber die alten Inder haben schon
mit diesem System gearbeitet, ein bisschen in einer anderen Form. Es gibt auch eine Kampfsportart, Kala Ripaya, und das ist eine Art indisches Karate. Und das, da geht es auch primär um diese Energiepunkte. Und hier haben wir eine Anwendung, eine praktische aus dem Yoga, wo ein Energiepunkt kommuniziert angeblich mit dem Hirn in irgendeiner Form, speziell mit der Hirnarmhirnhülse. So, ein bisschen unangenehm, wie wir wahrscheinlich alle bestätigen werden. Danke, genug ist genug. Jetzt setzen wir uns bitte zwischen die Füße als Abschluss dieses Sets. Okay, sehr schön. Wir kehren zurück in die Sitzposition, in die Grundposition, entweder Vajrasana oder Siddhasana, die einfache Cross-Legged Position, die ich immer mache. Der Lotus-Sitz ist mir leider aufgrund meiner Hüfte nicht mehr möglich gut. Früher konnte ich den so. Man muss die Übungen anpassen an die Bedürfnisse, die man hat. Wenn manche Übungen einem Probleme erzeugen, statt Probleme zu lösen, dann ist es Zeit, diese Übung loszulassen. Das, was unserem Körper gut tut, verändert sich im Laufe der Jahre. Gewisse Dinge bleiben gleich. Frische Luft, Lachen, gute Freunde, gutes Wasser. Daran wird sich nichts verändern, aber andere Dinge, die Übungen, da können sich starke Veränderungen entwickeln. Und wir müssen unser Programm einfach anpassen, dass wir optimal hier versorgt werden über die Übungen und eine optimale Balance zu unserem Lebensstil bekommen. Wir beginnen jetzt mit Pranayama, und zwar bitte Anumnasrika Bastrika. Kräftig durch die Nase, erstmal die Nase kurz frei machen, wäre Q. Und dann geht's los. Nach der üblichen Aktivierung des Zwerchfells und Stärkung des Zwerchfells kommen wir wie immer zu den Dehnungen der Lunge. Ich hätte heute gerne begonnen mit dem kauernden Häschen. Schaut nicht sehr spektakulär aus, ist auch nicht wahnsinnig spektakulär. Es geht um wenige Zentimeter, nämlich die Zentimeter, die hier im Zwerchfell gedehnt werden, wenn wir den Kopf anheben und bis zum Anschlag ins Zwerchfell hinunteratmen. Dann ist das letzte bisschen, was wir einatmen, die Dehnung. Bitte. Tiefer.
Okay. Aufrichten, kurz den Nacken, entspannen. Danke. Jetzt, nächster Bastinger. Rechts ein, links aus. Kraftvoll. Rechtes Arm noch ein, linkes aus. Geschafft. Stay connected, feel the breath all the time. Das Kamel, eine Übung, die uns ein Leben lang verfolgen wird, weil sie so optimal ist und so effektiv. Einatmen, abstützen, Nase rein, Mund aus. Sit still. Na dann. Links ein, rechts aus. Gas geben, so wie immer. Bitte. Wir üben jetzt zusammen den Complete Yoga Breath, Yogic Breath. Und das ist eigentlich eine Grundübung im Pranayama, weil wir über eine Visualisierung eine optimale Füllung der Lunge bewirken. Ich stelle mich hin, weil ihr seht mich dann wahrscheinlich deutlich besser, weil das ist wichtig. Ja? Wir können die Lunge grob in drei Abschnitte teilen, in den Bauchbereich, in den Mid-Chest-Bereich und in den High-Chest-Bereich. Diese Bereiche füllen sich immer gleich und leeren sich immer gleich. Zur Füllung kommt so eine Visualisierung, die diesen Füllungsvorgang
wahrnimmt oder umsetzt als Visualisierung und dadurch eine optimale Lungenfüllung erlaubt. Ja? Und das schaut so aus, dass wir beim Einatmen uns vorstellen, dass ein Schwimmreifen, sind drei Schwimmreifen, mit ab, Low Chest, Mid Chest, High Chest, also Bauch, Mitte und der obere Bereich. Der untere Schwimmreifen füllt sich von vorn nach hinten, also auf drei Schläge versuchen wir uns vorzustellen beim Einatmen, Mitte, Seite, hinten. Dann die nächsten drei Schläge beim Einatmen sind dem mittleren Bereich zugeordnet, also vorne, Seite, hinten. Dann oben, vorne, Seite, hinten. Das ist beim Einatmen. Beim Ausatmen umgekehrt. Die Lunge leert sich quasi von hinten und zwar aus, dass wir uns hinten vorstellen, wie dieser untere Schwimmreifen wieder ausgelassen wird. Und zwar hinten, Seite, vorne. Dann Mitte, hinten, Seite, vorne. Dann High Chest, hinten, Seite, vorne. Dann füllen wir die Lungen wieder. Mitte, Seite, hinten. Mid Chest, Mitte, Seite, hinten. Mitte, Seite, hinten. Also auf 9 Takte, 3x3, holen wir die Luft rein und beim nächsten Atemzug drücken wir die Luft auf 3x3 Takte raus. Probieren wir das gemeinsam. Bitte. Also 9-9 ist dieser Atemrhythmus, 9 ein, 9 aus. Ohne halten und aushalten, wie wir das bei vielen anderen Rhythmen machen. In dem Fall geht es darum, dass ihr euren Geist hier in diese Visualisierung hinein bewegt. Ja, und damit den Füllungsgrad der Lunge optimiert. Complete Yogic Breath. Los geht's. Wir atmen ein. Bauch, Seite, hinten, Mitte, Seite, hinten, High Chest, Seite, hinten. Wir atmen aus. Bauch, hinten, Seite, Mitte, hinten, Seite, Mitte und dann oberste Bereich. Hinten, Seite, Mitte. Jetzt wieder einatmen. Vom Bauch beginnen. Bauch, Seite, hinten, Seite, hinten, High Chest, Seite, hinten. Jetzt ausatmen. Wir beginnen hinten, Seite, vorne beim Bauch, hinten, Seite, vorne, Mid Chest, hinten, Seite, vorne, High Chest. Wie so ein Loop, wie so ein Schwimmreifen, der ausgelassen wird und wieder aufgeblasen. Es geht los. Auf mein Schnippen bitte. Los geht's. Ein, erster Bauchbereich, 3 Mid Chest, 3 High Chest. Ausatmen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und einatmen. 2, 3, Mid Chest, Seite hinten, High Chest, Seite hinten. Ausatmen. Unten, Seite vorne, Mitte, Seite vorne, High Chest, Seite vorne. Einatmen. 1, 2, 3, Mitte, 2, 3, High Chest, 2, 3, ausatmen, Bauch, 2, 3, Mitte, 2, 3, High Chest, 2, 3, und wieder ein, Bauch, 2, 3, Mitte, 2, 3, High Chest, 2, 3, und aus, 2, 3, Bauch, aus, 2, 3, Mitte, aus, 2, 3, High Chest, wieder ein, 2, 3, Bauch, ein, 2, 3, Mitte, 1, 2, 3, High Chest, aus, Bauch und Mitte und High Chest, ganz raus aus der Luft und wieder ein, Bauch und Mitte und High Chest und aus, Bauch und Mitte und High Chest und wieder ein, Bauch und Mitte und High Chest und aus, Bauch und Mitte und High Chest und wieder ein, Bauch und Mitte und High Chest und aus und Mitte und High Chest und wieder ein, Bauch und Mitte, 2, 3, und High Chest, 2, 3, und aus, 2, 3, und aus, 2, 3, und ausatmen, 2, 3, und wieder ein, Bauch, und Mitte,
und halt Chest und aus Bauch und aus Mitte und halt Chest. Und jetzt drei Runden ohne Kommentar. Mit. Und aus. Und wieder ein. Und aus. Und ein. Und aus. Sehr gut. Das war eine Grundübung des Atmens, des Pranayama, zur optimalen Füllung unserer Lungen mit Qi und Prana. Und wenn wir das jetzt so gut gemacht haben, dürfen wir uns ausstrecken auf der Matte. Und es folgen noch ein paar Kleinigkeiten, wie immer auf dem Rücken liegen. Streckt euch mal aus, entspannt euch, spürt euch mit dem Atem, so wie immer. Bitte. Und ihr wisst, auf dem Rücken liegen gibt es auch die eine oder andere kleinere Übung. Und wir machen heute die Übung, wo wir das Bein anheben. Und ich bitte euch, die Arme seitlich wegzustrecken. Und dann den Fuß auf möglichst hohe Position in die Hand senken. Und zwar die höchstmögliche. Ich weiß, die Hüfte kommt wahrscheinlich ein bisschen hoch. Versucht dem entgegenzuarbeiten, indem ihr den Hintern anspannt. Ein bisschen anspannen im Po. Dadurch wird das hier flacher das Becken und wir kriegen automatisch eine gute Dehnung auf den inneren Bereich, dort die Muskelansätze hier innen am Bein, dort wo die Lymphe fließt und wo wir durch Spannungsreduktion auch einen besseren Austausch von Lymphe über das Becken bewirken. Also ein bisschen anspannen des Gesäßes, dann das Bein nach unten ziehen, sehr gut. Ja, an die andere Seite hochgehen, Bein ablegen und wieder hier über Po-Spannung die Übung optimieren. Sehr weit nach unten ziehen, ein kurzes Häuschen, Atem. Dann bitte heute mal die Wahl zwischen, wie üblich, Chakrasana, also das Dart oder wie wir sagen, die Brücke. Oder wir machen Matsyendrasana, den Fisch. Das war früher eigentlich nicht so eine gigantisch gute Übung, weil es doch eine starke Belastung am Hals ist. Tatsache ist aber, dass heutzutage durch diese Smartphones wir dauernd in diese Position gehen, also immer den Hals nach vorne haben und da viele Leute schon Probleme kriegen mit den Halswirbelsäulen. Das heißt, diese Gegenübung in ihrer Extremheit eigentlich ein guter Impuls ist, den wir unserem System geben können. Matsyendrasana ist entweder, das ist die einfachste Variante, ich zeige euch mal, das ist ganz easy, das kann wirklich jeder, auch wenn wir ein bisschen empfindlich sind am Nacken, dann gibt es die zweite Variante mit Aufstützen und schöne Rückung hier am Brustkorb. Und dann gibt es die dritte mit dem Lotussitz und die kann ich euch leider nicht zeigen, weil ihr wisst, der Lotussitz für mich jetzt nicht mehr wirklich so positiv ist.
auch korrigieren die Haltung, weiter wölben den Brustkorb. Wenn der Körper ein bisschen nachgibt, kann man nachsetzen, kein Problem. Und dann bitte wieder ausstrecken. Ihr könnt den Kopf ein wenig rollen, nur zur Sicherheit, und den Hals zu entlasten und die Muskulatur zu entspannen dort. Spürt den Atem. Dann werde ich heute den Kopfstand machen. Ihr könnt aber gerne den Schulterstand machen. Ich möchte gerne eine Kopfüberposition hier gemeinsam mit euch machen. Nur zur Erinnerung, der Yoga-Kopfstand wird so abgemessen, dass wir hier versuchen, ein gleichseitiges Dreieck zu erzeugen, indem wir einfach hier mit der Hand das tun, was ich gerade tue. Die Finger werden verschränkt und dann drücken wir bitte den Scheitel in die verschränkten Finger. Und setzen mit dem Haaransatz, oder wo er mal war, am Boden auf. Ja? Und dann ist es leicht, eine stabile, gerade Haltung zu erzeugen. Und dann bleibt ein bisschen, wenn geht, in dieser Position oder im Schulterstand, wie ihr das gewohnt seid. Okay, so lang, wie es Freude macht. Wer im Kopfstand war, ich würde euch raten, hier kurz auch wieder so eine leichte, entspannte Drehbewegung zu machen, einfach um hier den Hals-Nacken-Bereich zu entlassen. Also für gesunde Menschen ist der Kopfstand kein Problem. Gegenteil, sehr positiver Input bis hier. Und für den ganzen Bauchraum in Wirklichkeit. Bitte streckt euch wieder aus, entspannt euch kurz. Und dann hätte ich gerne von euch Palasana, den Flug. Wie ihr alle wisst, ist das immer der Abschluss bei uns. Zumindest von den körperlichen Übungen. Erst mit gestreckten Beinen bitte. Und dann die Knie abbiegen. Und versuchen hier maximale Kompression zu bewirken. Dann wollen wir bitte abrollen und uns auf der Matte ausstrecken. Rollt den Kopf ein wenig. Eine ganz kurze Vorbereitung, spannen und loslassen. Beginnt bitte bei den Füßen, spannt die Füße, lasst sie los, spannt die Waden,
das los. Spann die Schienbeinmuskeln. Lass gar die Oberschenkel. Lass gar die Rückseiten der Oberschenkel. Und release. Gesäß spannen. Loslassen. Beckenboden spannen. Loslassen. Bauchmuskeln spannen. Loslassen. Den unteren Rücken. Dann die Brustmuskeln. Den oberen Rücken. Die Fäuste, Ballen. Bizeps spannen. And release. Bizeps spannen. And release. Die Schultern. And release. Hals und Nacken. Loslassen. Und dann ein verrücktes Gesicht machen zum Herausstrecken. Ihr kennt das. Und dann loslassen, danke sehr. Und dann schaltet mal auf Pause bei eurem Video und holt euch schnell irgendein Wassergeräusch, vielleicht eine CD oder vielleicht habt ihr es auf eurem iTunes oder wenn ihr Glück habt, müsst ihr nur das Fenster aufmachen und ihr habt vielleicht einen Bach vor der Tür, ihr seid immerhin der Großteil von euch in Klosterneuburg zu Hause. Wie auch immer, beschafft euch das Geräusch vom Wasser, vom Fließenden. Und wenn ihr dann wieder einschaltet, geht's los. Ihr stellt euch vor, einen Bach oder was immer ihr im Hintergrund habt, einen Fluss, fließendes Wasser. Und ihr stellt euch vor, wie dieses Wasser direkt durch euren Körper strömt, vom Kopf zu den Füßen. Und ihr visualisiert, wie dieses klare Wasser auf seinem Weg durch euren Körper jede Spannung mitnimmt und jedes Leid und jedes Problem. Und ihr stellt euch vor, dass all das wie dunkle Materie aus dem Körper gespült wird und bei den Füßen den Körper verlässt und immer frisches Wasser nachkommt und den Körper auf diese Art und Weise kehrt und reinigt. Und Spannungen und Ärger. Bleibt bei diesem Vorgang der Visualisierung vielleicht 5 Minuten noch ungefähr oder auch länger, wenn es euch Spaß macht. Und stellt euch vor, wie immer wieder dieses Wasser auf seinem Weg alles herauslöst, was euch bedrängt oder wehtut im Körper. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Entspannung und ich möchte mich auch für das liebe Feedback bedanken, speziell auch dem Oliver, der mich sogar angerufen hat. Vielen Dank und ich freue mich sehr, dass ich zumindest auf diese Art und Weise mit euch weiter Yoga machen kann. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn dieser Lockdown und all die Unannehmlichkeiten beendet sind, ja, vielleicht sogar der Jahreshälfte. Alles Gute. Bye-bye. Danke.